Willkommen am anderen Ende der Welt. Und ich stehe jetzt in der Nähe des Bondi Beach, ein Strand ein wenig außerhalb von Sydney. Was mich am meisten überrascht, heute sind es gerade mal so 20, 23 Grad und die Leute, die schwimmen. Das Wasser ist, glaube ich, so etwa 18 Grad, also ja, das wäre definitiv nichts für mich. Und es gibt noch andere Dinge, die mich überraschen, zum Beispiel der Linksverkehr. Okay, ich habe es gewusst, aber als dann ein Auto eingebogen ist, habe ich erwartet, dass es auf der anderen Straßenseite fährt und ja, es wurde dann relativ kritisch. Dabei ist es auch überall schön am Boden angeschrieben. Etwas, was mich auch überrascht hat, die Tage hier in Australien sind extrem kurz. Jetzt ist es so etwa 16 Uhr und es hat noch etwa eine Stunde Licht. Logisch, es ist ja auch Winter. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich Sydney jetzt nicht wahnsinnig überrascht. Es ist ein bisschen eine Mischung aus einer englischen und aus einer US-amerikanischen Stadt. Nicht hat ist eine Altstadt, so wie in Europa, denn Australien wurde gerade mal vor 250 Jahren von den Europäern besiedelt. Zum Schluss noch, was muss man unbedingt sehen, wenn man in Sydney ist? Ganz klar, die Oper, die ist wirklich das Highlights, ist wunderschön, auch wenn sie von Fernen ziemlich klein aussieht. Und die Harbour Bridge, dort muss man natürlich auch mal drüber spazieren, ist übrigens kostenlos, es sei denn, man will ganz. Und das war's hier von Sydney, das nächste Mal sehen wir uns in Adelaide. Bis dann, tschüss.